Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich kann euch hier heute das erste Mal meine IS7 präsentieren. Natürlich schön angemalt mit einer deutschen Flagge, so wie sich das gehört. Ja, ich liebe das Teil, ist geil, ja, hat viele Abpraller, eine gute Gun. Aber ich kann euch jetzt nach, ich glaube, vier, fünf Gefechten schon sagen, das ist ein Panzer, am besten im Dreierplatoon fahren, weil du brauchst definitiv jemanden, der mit dir fährt, die Flanken frei hält und so, weil ihr werdet gleich sehen. Ja, und die ersten Gefechte kriege ich halt so lauter Unicorns. Guck doch mal hier, der Centurion AX, Jeff, ich heiße Jeff, ist von Ordo Mortis. Ja, und hier überhaupt das gegnerische Team könnt ihr mal, ich habe ja extra die Namen hier sichtbar gemacht. Ja, und die haben lauter Unicoms und so weiter und so fort. Jetzt müsst ihr auch gucken, was dieser Waffenträger auf PZ bitte hier für gequirlte Scheiße veranstaltet jetzt. Das ist so eine Ecke, da muss man sidescrapen, da brauchst du Panzerung. So, der blockiert mich erstmal. Dann kommt der nächste, der mit mir im Platoon ist, der macht dasselbe. Der konkurriert mit mir um diese. Guck mal, jeder, der das Spiel kennt, ne? Ja, zack. Hat direkt schon einen Schuss von hinten vom E5 kassiert. Jetzt blockiert der hier meinen Rückweg. Mit so Leuten muss ich teilweise mich abgeben, weißt du? Was ein Honk, dieser Typ. Richtiger Honk. Hier, das ist so eine Ecke, da brauchst du diese Panzerung, damit du sidescrapen kannst. Jetzt müsst ihr euch auch mal unseren E100 reinziehen. Wie gesagt, in den Stats, die werde ich euch ja nach dem Spiel zeigen. Der wird mit null Schaden sterben gehen. Ja, wenn der IS-4 da so am Sidescrapen ist, da brauchst du, da kannst du knicken, da durchzukommen, Mann. Kannst vergessen. Wo willst du dem denn da durchschießen? Jetzt mal ganz im Ernst. Es sei denn, du fährst zu weit raus wie der E5 und dann kassierst du aber auch, ne? So, Objekt 263 kommt hier rechts schon langsam ran. Centurion AX vom Ordo Mortis wahrscheinlich auch gleich. So, jetzt bräuchte man Leute, die einen die Flanke frei halten. Aber ich weiß nicht, gleich schießt mir irgendeiner in die Seite, da kann ich die Panzerung knicken. Boah, das ist aber ein schöner Panzer. Also IS-7. Wunderschön, kann man nichts anderes sagen. Schön angewinkelt, geile Bemalung, geile Flagge. Das ist ein Panzer, der gefällt. Ja, die Kanone von IS-7 ist jetzt auch nicht unbedingt die genaueste, muss man dazu sagen. Man muss schon ein bisschen gegenkorrigieren. Ja, der schießt fleißig Gold, aber wie ihr seht, der kommt nicht durch. Weil ich so einen flachen Winkel von meinem Panzer zeige, dass die einfach an der Seite abprallen, ne? So, unser Team hat sich schon aufrauchen lassen. Weißt du, wenn die wenigstens einfach mal links und rechts halten würden, es verlangt ja keiner, dass die da reinpushen und sterben. Einfach mal halten, bisschen Geduld, Gegner kommen lassen. Nö, aber da wird voll reingefahren. Jetzt, pass auf, jetzt kommt dieser Mensch von Ordo Mortis. Ja, und haut mir direkt mal ein Smoothlager kaputt. So, ich schalte jetzt auch gleich wieder auf Gold. Weil der da nur mit dem Turm rausguckt. Kassiere jetzt auch schon von dort. Ist ja auch keiner mehr da, der da irgendwie noch was reißen könnte. Der Rest gammelt da hinten. Oh je, oh je. Ne, also IS-7 habe ich festgestellt, auch schon nach wenigen Runden, das Ding spiele ich nur. Ja, dem habe ich Richtschützen rausgehauen, könnt ihr dann in den Stats hinterher sehen. Den hätte ich jetzt auch eigentlich killen können, aber er hat ja sehr viel Unterstützung, ne? Nämlich bin ich jetzt komplett von allen Seiten umzingelt. Ja. Da machst du nichts mehr. Vorne kriegst du nichts zu schießen. Hier bist du von überall umzingelt. Ja, schön. Wirkungstreffer. Die haben uns eine Kette
Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war's. Ja, alles klar. Zieht euch die Stats rein. Der Rest ist jetzt nur noch Nebensache. Die Stats kommen gleich. Beschädigt. So, hier sind die Stats nach dem Spiel. Übrigens hatten wir jemanden von Ordo Mortis. Hier Jeff. Ich heiße Jeff. Ja, dem konnte ich den Richtschützen raushauen und 724 Damage machen. Der hat da gut abgeräumt. M103 hat von mir so viel kassiert, E5 so viel. Ja, und die IS-4 habe ich da die ganze Zeit bearbeitet. 1122. Wie ihr sehen könnt, stehe ich ganz oben. Irgendwie, unser E100 hat 0. Das musst du erstmal bringen. Eine Stadtmap ohne Arti. Mit E100 0 Damage. Das musst du erstmal hinkriegen. Centurion AX hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, und der E5, mit dem ich im Platoon war, den habe ich in-game eingeladen. Aber ihr seht ja selbst, muss ich ja nicht viel. Und dieser Waffenträger, der hat versucht, sich zwischen den Heavies zu schleichen und wurde da direkt wegrasiert. Also wie ihr seht, ich sage euch mal eins. Ich habe jetzt vielleicht 5 Gefechte mit der IS-7. Ja, 3300 knapp Schaden gefressen. Ja, und die letzten, da war nichts mehr mit Abpraller, weil die schon überall links, rechts, oben, unten, hinten, überall am Stand, am Rumstehen waren. 2545, ja, ich kann euch nur eins sagen. Also, IS-7 nach ein paar Runden sage ich euch eins. Also, alleine will ich das Ding nicht oft spielen. Das Ding muss auf jeden Fall mit E100 und anderen Panzern in Platoon. Dann kannst du das Ding. Weil eine Badgett kannst du auch alleine spielen, weißt du. Aber das Ding, ne. Hier, Jeff, ich heiße Jeff. Da von Ordo Mortis, der hat richtig abgesahnt. Und der andere da auch. Ja, ich habe euch ja ein paar. Guck mal, was das für Spieler sind. Mit 10.200er Wertung und so Scherze. Und Ode Mortis und so hier, das ist auch so einer, geht richtig gut ab, knapp 10.000er Wertung. Ja, der Gegner hat solche Spieler gehabt. Was hab ich gehabt? Alles 46, 45er Winrate und E100 mit 0 Schaden und so. Also ich weiß nicht, man wird schon bestraft teilweise, wenn man viel Gefechte hat und so, ne? Naja, alles klar, würde mich gigantisch freuen, wenn ihr hier abonniert und auch meinen Sportkanal. Mit über, also knapp 17.000 Abonnenten aktuell. Und ja, die Links sind in der Beschreibung oder oben in der Infobox. Ja, hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.